Das wäre dies. Und nun auch runter. Alle Aussichtspunkte im Königreich erklommen. Yay. Nein, wo ist der hin? Welche Magie ist das? Jetzt versteckst du dich, aber du wirst wieder auftauchen. Wow, hallo. So, wir müssen jetzt diese Richtung. Ich stehe nämlich mitten in den Gegnern und würde gerne schnell in die richtige Richtung ausreiten. So. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Haben wir ja erfolgreich bei Talal gemacht. Fand ich sehr cool, dass der aufgehalten wurde. Du Heide! Pass auf! Jetzt du wirst sterben! Ich will nicht entkommen! Hier wirst du sterben! Du wirst fluten! Ja, ich sehe, dass ich fluten werde. Oh. Öffne ich mich mal irgendwo. Versuche nicht zu flüchten, Alter. Da komme ich nicht lang. Keine Ahnung. Wollen wir darauf rein? Wenn ihr nicht anders wollt. Und wir waren noch in Jerusalem und so hier und hier. Warum reden wir hier Französisch? Ich hab leider von der Geschichte wenig Ahnung. Schon bald wirst du tot sein! Oh. Jetzt ist du wirst nicht entkommen! So nah! Das tut mir aber furchtbar leid. Ich dachte eigentlich, ob ich geleitet bin, dann mit dem Pferd in die Stadt reiten und schon mal drin verstecken oder so. Aber dann hat sich vom Pferd gerissen. Der will nicht. Der will nicht mehr, okay. Ich pass auf, ich verstecke mich mal kurz. Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich in die Stadt kommen soll. So. Wow, Kamera. Ich frage mich gerade, warum meine Sicht... Wer hat das getan? Zeigt euch! Kannst du still sein? Niemand wird dir helfen! Ach, jetzt sind die Wachen hier weg. Praktisch. Wie außerordentlich praktisch, dass die Wachen jetzt hier weg sind. Die haben wohl mitgeschnetzelt. Da! So, komm schon da hoch. Da ist der. Und ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Juhu. Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. Doch nicht getan. Warum tut er das nur? Du bist kein Mensch. Dein Gott hat dich verlassen. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja, ich helfe gleich. Warte. Hat das wehgetan? Ich helfe gleich. Ich helfe immer gerne, aber ich helfe erst gleich. Jetzt klettert doch mal nichts. Es ist sehr ruhig geworden hier. Und irgendwie ist meine Sicht immer noch komisch. Warum ist meine Sicht so komisch? Es gefällt mir nicht. Aussichtspunkt im Armviertel von Akron. Jetzt ist meine Sicht doch wieder in Ordnung. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Hospitalita-Flaggen. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst wohl nichts anderes. Bewegung. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hier ist dein Leben. Gut, dass das wieder funktioniert hat.
sind nie besser, als du je sein wirst. Ja, zeig mir das. Oh. Hat die Mitte gehauen. Du auch. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, mach mal hinne. Ja? Danke. Dies sind wirklich düstere Tage. Jo, guter Gott. Wie konnte das geschehen? Das ist ein böses Omen. Wer hat diese Person umgebracht? Was ist hier geschehen? Ja, ja. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein Tag, deine Mütze. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, kann ich nicht. Ich werde mich nicht bezahlt dafür. Oh, eine Flagge. Na? Hospitalita-Flagge. Wir hocken uns hin und belauschen einmal. Nein. Nein. Achso, doch. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Nachforschen beendet. Einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihrem Posten. Der Doktor erfährt davon hoffentlich nicht. Interessant, das könnte spaßig werden. Ach, jetzt ist da draußen noch Bürger retten, okay. Wahrscheinlich wären wir eigentlich damit. Hey, ihr kommt mir bekannt vor. Der alte Mann wird noch weinen. Tut mir nichts, bitte. Eigentlich wären wir wahrscheinlich damit in die Stadt gekommen, aber... Hinfort, Bettler. Hallo, bitte. Wen hilfst du hier, Bettler? Aus dem Weg. Tod, Bettler. Ich denke, ich bin geschlossenen Augen. Ja. Bringt mich nicht zum Lachen. Mag es doch nicht wissen, aber du hast ja einen verloren. Tut mir leid. Ich stehe doch nicht im Weg, wenn ich mich hier prügel. Ich bin jetzt mit dem Lecken zu weit hier rausgekommen. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so. Ja, meine Söhne auch. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Teil das doch mal auf Instagram. Alter. Dies sind wirklich düstere Tage. Damit wären wir wahrscheinlich eigentlich in die Stadt gekommen, hätten wir nicht ganz Aufmerksamkeit auf uns gelenkt und die Wachen alle umgebracht. Okay. Jo, ach, die sind hier schön verteilt. Würde ich sagen, blüb, 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 blüb. Gut. Entschuldigung. Oh. Passt auf. Ihr habt mich beinahe umgebracht. Ja, ich hab dich angerempelt. Ich habe Hunger, nur ein paar Münzen. Ich wollte die jetzt nochmal anrempeln, aber die hatte Angst vor mir. Schande über dein ganzes Volk. Wir kamen in Frieden in das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch, sie wendeten sich ab. Was macht dieser Tor da? Du wirst bluten. Bin immer dein gottlicher Urteil. Das war nicht so schlau. So leicht wird er nicht entkommen. Wie kaputt hier alles ist. Ich meine, wir waren ja vorher schon in einem armen Viertel, aber das ist echt alles so kaputt hier. Das ist ja unglaublich. Zeitverschwendung. Geh mal da runter. Oh. Ich wollte doch nur die Wache auf dem Dach wegmachen. Überall liegen die Toten rum. Auch vor der Stadt habe ich ja schon gesehen, dass überall Tote rumliegen.
Nein. Mann. Gut, dass er da hinten sich gerade weggedreht hat. Nicht darüber. Wie wär's, wenn du dich einfach mal festhältst? Wie merkwürdig. Na toll. Was? Ich hab nichts gehört. Oh, das hat funktioniert. Ich bin begeistert und er klettert tatsächlich hier hoch. Welch eine Freude. So. Oh Gott, er klettert so langsam. Okay. Der hat nichts zu erkennen gegeben? Ernsthaft? Keine Bürger retten und so weiter? Okay. Diese Richtung. Ich guck gerade, wo wir da hin müssen, wenn da der Adler kreist. Ach, da, der spitze Turm, glaube ich. Autsch. Was tut er da nur? Was hat ihn zu dieser Tat wohl getrieben? Und jetzt ist es wieder sehr still. Eben war noch die coole Musik noch mal kurz. Mit dem Gesang und jetzt ist es wieder furchtbar still. Eine Flagge und zwei Wachen. Stirb, du Dieb! Huspalapada! Huspalapada! Du dreckiger Dieb! Wo war die andere Flagge? Ach ja, hier die. Hahaha. Ha, ha. Schert euch fort! Gut? Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Ich weiß nicht. Na toll. So, hätten wir das erledigt. Hier kann Monsieur natürlich nicht hochklettern. Da brauchen wir natürlich erst die Gitterfenster hier. So. Diese Szene ist ja beim ersten, die ersten drei Mal oder so sehr cool. Aber so auf Dauer ist es echt nur Zeitverschwendung. Was für ein Lager. Warte, was ist das? Ah, so was willst du denn, Kollege? Altair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Mhm. Eliminieren sie heimlich alle Ziele. Joa. Hä? Hab ich doch gemacht? Ach so, will. Okay, da hinten. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Gib mir doch ein bisschen Geld! Ein paar Münzen! Der Templer ist da jetzt ungut. Höre den Korn zurück! Der hat wahrscheinlich jetzt die Informanten herausgefordert und gebrochen. Aua, ich brauch grad weg. Schön! Getötet. Wache! Kommt schnell!
kriegen wir Wache ab. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Ich nicht. Habt ihr das gesehen? Ich bin unauffällig, guckt mich nicht so an. Unauffällig. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Hallo, hör auf zu ruckeln. So. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Sehe ich aus, als hätte ich Münzen bei der Hand? Erstmal hier rüber. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Schaut, schaut, was macht er da? Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Aber ich brauche doch Geld, ihn. Herr. Ich bin arm, krank und unglücklich. Er guckt in die ganzen Häuser hier rein. Was ist hier geschehen? Ha. Das ist eine gute Frage, was hier geschehen ist. Mein Gott. So ein seltsamer Kauz. Ja, natürlich geht das da nicht aus. Geht bestimmt hier. Komisch. So. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Ich weiß, es ist okay. Damit kann ich leben. Entschuldigung. Ist der soeben in jemanden hineingerannt? Habt ihr mich denn nicht gesehen? Nein, hab ich nicht. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Niemand darf die Festung betreten, außer den Gelehrten und den Wachen. Kann ich da hoch? Tatsache. Ja, damit könnte ich ihn jetzt schon töten, aber das möchte ich ja gar nicht. So. Geht er doch mal schneller. Jetzt retten wir ein paar Burger. Von den Veganern. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Was steht ihr hier, dreckiger Dieb? Dafür hacke ich dir die Hände ab. Ich habe nichts getan. Die Mutti wollte ich nicht töten. Euch hole ich mir. Ja, komm schon. Aua. Das Gefühl, die sind stärker und schlauer geworden. Ach, komm schon. Oder ich kann nicht mehr so gut kontern. Ich darf kontern nicht. So. Danke. Niemals. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Was ist das für eine alte Schreckschraube? Oh yeah. Herr, erbarme dich unser. Alter, oben ohne Jungs. Das ist ein böses Omen. Ich bin da. Oh was ja. Ist das? Oh ja. Das mag hier vorgefallen sein. Okay. Genug rumgealbert, weiter geht's. Ja, ich weiß, dass ich da nicht lang kann, Mann. Er scheint den Eis zu. Begnadet ihr gute Chirurg, der die Hospitaliter anführt. Was macht er da? Garnier von Nablus ist unerreicht.